Moin Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir einen, nice Money Glitch mal wieder. Den habe ich schon mal hochgeladen und der funktioniert immer noch. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, heute bringst du den einfach nochmal für die neuen Zuschauer, dass die einfach auch mal Bescheid wissen, hey, dieser Money Glitch, der funktioniert noch, den kann man auf jeden Fall noch momentan machen. Als ich den damals hochgeladen habe, haben auch sehr, sehr viele Leute mir in die Kommentare geschrieben, jo, danke Glober, ich habe echt gutes Geld gemacht, ich habe echt in einer halben Stunde 2 Millionen GTA-Dollar gemacht und das ist wirklich richtig gutes Geld, sage ich mal. Also du kannst wirklich in Minuten da wirklich Millionen machen und das ist wirklich ein richtig einfacher und ein richtig nicer Money Glitch. Beziehungsweise, ob man es Money Glitch nennen kann, ist auch die andere Frage. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Bug, aber, oder halt einfach ein Game Bug. Auf jeden Fall ist es ein richtig nicer Money Glitch. Bevor wir jetzt aber hier mit diesem Video starten, möchte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, falls du irgendwie Geld brauchst momentan und richtig fett Kohle haben willst in GTA 5, dann ist es ganz, ganz einfach und zwar schau einfach mal bei meinem Partner vorbei, unlockall.org, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, gehst einfach unten in der Videobeschreibung, klickst du auf den Link unlockall.org, dann kommst du auf die Seite und dann kannst du da ganz, ganz günstig mit ganz wenig Geld, also mit Real-Life-Geld, kannst du wirklich GTA-Geld kaufen, viel günstiger als irgendwelche Sharkcards oder was auch immer. Mit dem Rabattcode bekommst du sogar noch 10% Rabatt. Jetzt ist aber das Geile sogar noch dran, und zwar hat unlockall.org eine richtig geile Aktion am Start, und zwar ist überall 30% reduziert. Überall, alles ist 30% reduziert vom Preis her, und wenn du dann nochmal im Rabattcode Glober eingibst, hast du nochmal 10% drauf, und das heißt, du hast 40% auf jeden Einkauf. 40% musst du weniger zahlen als sonst. 40% ist halt wirklich schon übertrieben krank, sage ich mal, weil wirklich, wenn du dir wirklich was kaufen willst, dann tu das auf jeden Fall jetzt. Wenn du das wirklich machen willst, dann tu das jetzt, weil wenn du das irgendwann in einem Monat machst, ist das Ganze nicht mehr 30% überall reduziert und dann, ja, hast du umsonst halt ein bisschen Geld ausgegeben. Deswegen jetzt auf jeden Fall was machen, wenn du ein bisschen Geld hast, und du unterstützt mich natürlich auch ein bisschen damit. Deswegen Ehre an meiner Seite. So, und zwar ganz einfach, was du eigentlich machen musst. Du musst einfach nur auf Option drücken, auf Online, auf Jobs spielen, von Rockstar erstellt, und dann Überlebenskämpfe. Und jetzt ist es wichtig, dass du eben den Job startest, der ganz oben ist, und zwar Schrott und Knochen. Schrott und Knochen kannst du einfach reingehen, kannst es mit mehreren Leuten spielen, du kannst es alleine spielen. Ich würde dir empfehlen, mach das Ganze alleine. Natürlich bekommst du mehr Geld, wenn du mit mehreren Leuten spielst, aber das macht nicht so viel Sinn, weil die meisten sterben nach der dritten Runde oder sowas und machen halt nicht mit deinem Glitch mit. Die machen halt diesen Bug nicht, den du halt jetzt gleich machst. Deshalb, im Endeffekt bringt dir das einfach gar nichts, wenn du mit mehreren Leuten spielst. Höchstens in einer Party oder sowas, und die benutzen die gleiche Methode, die du machst. Du kannst einfach den Shop starten, das ist ganz, ganz einfach. So, dann startest du den Shop. Währenddessen kannst du einfach mal diesen Kanal jetzt abonnieren und dieses Video liken. Es würde mich übertrieben freuen. Wirklich einfach mal auf den Abo-Button draufdrücken. Dann bist du immer am Start und wirst nichts mehr verpassen. So, du bist einfach in diesem Game drin und dann ist es halt eben so, der Sinn der ganzen Sache, dass da halt jetzt gleich irgendwelche Feinde kommen und wollen dich töten. Jetzt ist es aber wichtig, dass du eben dahin läufst, wo ich eben hinlaufe. Und zwar laufe ich an diese Stelle hier und drücke jetzt auch gleich die R1-Taste, dann bist du da angelehnt. Und das Geile daran ist jetzt einfach, wenn die Gegner spawnen, also die Welle 1 jetzt erstmal, dann ist es so, dass sie dich gar nicht sehen und somit gar nicht abschießen. Die Leute sehen dich einfach gar nicht. Ich lasse einfach mal hinlaufen. Sie schießen dich einfach gar nicht ab, weil sie dich gar nicht sehen. Sie sehen dich gar nicht. Und das ist halt das Geile. Du kannst die ganzen Wellen, kannst du halt ganz easy, kannst du hier einfach machen. Einfach die Leute ein bisschen abschießen, weil die Leute halt einfach gar keinen Plan haben, wo du eigentlich bist. Und das kannst du machen wirklich bis zu Welle 50 oder Welle 100, bis du halt wirklich sowas von Geld verdienst. Also wirklich, umso mehr Wellen du machst, umso mehr Geld bekommst du natürlich. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Und das würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, wenn du jetzt wirklich Geld brauchst. Das ist wirklich ein mega, mega easy Money Glitch, Money Bug. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich denke, man kann es Money Glitch, kann man es nennen, weil du ja den Spielfehler ja ausnutzt, um irgendwie an Geld dran zu kommen. Aus dem Grund kann man es echt Money Glitch nennen. So, die meisten denken sich jetzt wahrscheinlich so, okay, was ist, wenn die Leute sich dann irgendwann versteckt haben, die 3, 4 Leute, dann ist es ganz einfach, spring einfach runter und töte einfach die Einzelnen jetzt einfach noch. Oh, da sind doch noch ein paar. Da haben sie mich jetzt doch ganz kurz erwischt. Hui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, was soll ich das wissen? Alter Junge, leck mich am Arsch. Leck mich! Ah, fick deine Ja, Leute, guck mal, der Cheek kriegt es trotzdem irgendwie hin. Also es war jetzt ein bisschen ein Fail von mir, weil ich gedacht habe, da wären nur noch 3 oder 4 Leute. Aber ich habe es trotzdem noch hinbekommen. Und dann im Endeffekt waren halt doch 20 Leute hier. Aber ich habe es noch hinbekommen, wie ihr gesehen habt. Also es ist wirklich ein mega, mega einfacher. Also vielleicht ein bisschen ins Gehirn anschalten, das wäre vielleicht nicht so. Das wäre schon optimal, sage ich mal. Das heißt einfach, wenn du das Ganze machst, du hast die Welle 1 gemacht. Wie du siehst, es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer. Dann hast du das Ganze gemacht und kannst dich wieder... Ach, Digga, ich schwöre dir. Dann lehne ich mich da wieder an.
Und die Leute sehen mich gleich wieder nicht. Das Ganze ist einfach verbuggt. Jetzt kommen die ganzen Leute. Jetzt kannst du die Leute da drüben einfach einzeln ein bisschen abschießen. So. Ja, du, theoretisch kannst du auch hier jetzt... Ja, hier so die großen Waffen kannst du hier benutzen, aber ich sehe da jetzt nicht so viel Sinn dahinter, muss ich ehrlich sagen. Weil es kann gut sein, dass du da eben dann wieder runtergebackt wirst und dann einfach unten bist. Also deswegen benutzt einfach irgendein Gewehr oder sowas und dann passt das schon. Und wie du siehst, die Runden gehen ratzfatz, sag ich mal. Und das kannst du halt wirklich ganz easy machen und da hast du innerhalb von ein paar Minuten hast du wirklich richtig leicht verdientes Geld. Und wenn du das ein paar Stunden machst... Ich sag mal, die meisten haben sowieso gerade echt nichts zum Scheißen, sage ich mal, in GTA 5. Das heißt einfach, wenn du wirklich ein bisschen Langeweile hast, bist mit einem Kollegen in der Party oder sowas, dann mach das nebenher, glaub mir, das ist wirklich, das lohnt sich wirklich. So, das sind wieder zwei Leute, glaube ich, oder? Es sind nicht mehr Leute. Ja, genau, es sind zwei Leute. Und bei den zwei Leuten, die töte ich jetzt einfach kurz schon einzeln. Einfach die restlichen zwei, drei Leute einfach dann einfach einzeln töten und dann hast du einfach die Runde auch schon wieder ganz easy fertig, bist schon in der dritten Welle. Ich mache das natürlich jetzt nicht bis zur Welle 50 oder sowas, das wäre ein bisschen blöd, dann wird das Video eine halbe Stunde gehen. Aber Leute, wie gesagt, könnte ich theoretisch auch mal im Stream einfach mal zeigen, Leute. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Globarino.